Also der Mario, der ist gerade verschlafen. Eigentlich haben wir uns jetzt verabredet zum Aufnehmen, ne? Dafür, dass ich ausnahmsweise mal um eine etwas humanere Uhrzeit aufnehme, aber kommt Mario, wach auf. Ne, sonst immer 9:30 oder so. Jetzt ist es gleich 6:30, aber egal. Also 18:20 ist es jetzt. Ne, willkommen zurück zu Mario Odyssey. Wir haben hier nicht mehr so viele Monde, noch 13 Stück insgesamt. Und anfangen werden wir passenderweise mit Mond 13. Und das ist welcher Mond? Hätte ich vielleicht vor der Aufnahme schauen sollen. Mond 13, wie geht der? Südlich des kleinen Sees kappert ihr einen Mieswurz und geht um die Ecke auf die westliche Seite des Gebäudes, wo in der Nuss. Okay. Aber ich werde erstmal mein Outfit wechseln, weil es gibt einen Mund, da brauche ich ein anderes Outfit. Und zwar, es wird den richtig jetzt am Hahn, das Slab, oder was das, nee, jetzt war das Ab, oder? Was das Labor-Outfit? Ich glaube, das war das Abenteurer-Outfit. So, können wir ja jetzt auf die Mondsuche gehen. Das scheint anscheinend bei dem Checkpoint zu sein, oder? Was, bei dem? Ja, aber bei dem. Bei der Mond da unten, oder was? Ja, aber der anscheinend. Alter, geht ja gut los. Die Nuss um die Ecke. Noch 12. Bei Mond 12 haben wir zum Glück noch im letzten Part bekommen. Also, ich sag jetzt bewusst letzter Part, weil eigentlich habe ich eine Stunde lang aufgenommen. Aber mein lieber Freund, der Part hat sich in mehrere Teile aufgesplittet. So, suchen wir jetzt überall nach den ganzen Monden da unten. So, Mond 28 bis 36. Wir sind alle im Herzen des Waldes, das nicht auf der Karte eingezeichnet ist. In der südlichen Hälfte des Forstlandes muss man da springen. So. So, ich lese da gerade für Mond 28 vor. Von der Karte, ja. Geht an der Karte nach links, bis ihr den runden grauen Fels findet, kickt ihn so lange herum, bis er zerbricht. Okay, der ist in einem Felsen. Schön, wie der Pilz dort hinten andauernd spawnt und respawnt. So, ich will jetzt den Untergrund machen. Das sind ja einiges am Mond, insgesamt 9. Ich habe den einen oder anderen schon. So links. Bei den Felsen. Ich will auch dort von diesem scheiß Dino gesehen werden. Wartet, wir können ja den Mund machen. So, Abenteurer dürfen rein. Auf Schatzsuche. Ich muss mal überlegen, vor über einem Jahr habe ich das alles ohne Guide irgendwie geschafft. Okay, ich habe manchmal auf YouTube gesucht für einige Monde. Stimmt. Ich gehe mal hier erstmal den Rand entlang. Jetzt fehlen mir auch noch 16 Münzen. Ne? Bevor dass wir den T-Rex noch nicht getroffen haben, obwohl der uns eigentlich hören müsste, so laut wie wir hier sind. Also ich weiß, ich bin aus Versehen auf die rechte Seite gegangen und nicht auf die linke, aber ich habe gerade eigentlich keine Ahnung warum. Nein, es ist der scheiß T-Rex.
Ich glaube, hier war noch was drin, oder? Ich glaube, es gab irgendeinen Baum, in dem was drin war. In irgendeinem waren Lila-Coins drin. Stimmt, Lila-Coins machen wir auch noch. Hier den Mond habe ich schon. Ich kann gerade auch nicht wissen, wo ich hier ungefähr bin. Bild auf der linken Seite, ich glaube schon. Ich bin aber schon wieder hier, ne? Ich habe noch keinen Stein gesehen. Hier ist die Ranke nach oben. Der Baum ist ziemlich dick, da könnte es so sein. Oh ja, stimmt, der Stein. Ich glaube, den habe ich noch nicht in meiner Karpungsliste und da müsste auch was drin sein. Ich glaube, wieder Coins, ja. Okay. Bin ja nur noch 13. Alter, wo sollen da Steine sein? Außer diese hier vom Dino. Und mehr mal lieber Dino. Nein, da unten, Mario. Da unten, Alter. Ich muss aber gerade irgendwie auch versuchen, den. Hey. Und so macht er den. Komm, ich zerstöre mal die ganzen Felsen hier. Das ist ja unter dem was. Ich mag diesen Untergrund halt überhaupt nicht. Das ist auch so ein Grund, warum ich diese Welt hasse. Es gibt hier einfach keine Karte. Dieser T-Rex, der nervt auch. Den kann man nämlich nur an dieser einen bestimmten Stelle, glaube ich, kapern, weil das jetzigste ist, die hoch genug ist. Na? Alter, der Baum ist aber groß, da muss doch was drin sein, oder? Alter, das ist. Ja, wusste ich doch. Da ist ein Mond drin. Weil da sind hier keine Lila-Coins mehr zum Bauen. So wirklich null. Nur nebenbei, der Dino kann nur auf den Pfad laufen. Aber hey, hier ist eine Röhre. Jo, Alter, first try. Im Falle im Herzen des Waldes. So, aber Mond Nummer 28 habe ich immer noch nicht. Es geht, glaube ich, bis Mond 26, also es fehlen noch vier Monde hier unten, oder? Lass mal nachsehen. In meinem Guide. Ja, Mond 28 bis 36. Das Problem ist halt, da sagt mir der Guide halt auf der linken Seite. Woher sehe ich, was die linke Seite hier ist? Ich habe keine Karte. Weil ich wusste doch, dass da irgendwie bei dem Baum was sein muss. Aber ohne Scheiß, mir war schon irgendwie klar, dass hier unter diesem Stein was sein muss. Ich habe hier aber auch. Hey, kannst du die Dinger nicht zerstören? Der ohne Scheiß, der kann mit Geld.
hier den richtig geilen Scheiß machen. Das weiß ich irgendwie an diesem Geldsack. Hier hinten haben wir schon gar nicht geschaut, ist hier das. Wie jetzt nur das, der einen Samen gibt. Ohne Scheiß, ich kann mich hier echt nicht orientieren. Will das auch nicht zu nah an dem Pfad laufen. Habt ihr mir auch Geld? Nee, ist dasselbe. Ich soll hier den Hebel ziehen für den Samen, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Jo, ich habe hier echt null Orientierungssinn. Ich weiß auch, dass in der Nähe des Flusses auch so eine Time Challenge sein soll. Ja, genau hier. Wie wir bei der Rüge gesehen, aber ohne Scheiß, wo ist denn das jetzt schon wieder? Ich nutze jetzt so diesen Versuch, um zu sehen, wo das ist. Ja, okay, wo war das jetzt? Warte, ich geh jetzt mal mit Longjumps irgendwo hin, random. Um zu sehen, wo das ist. Alter, wo ist denn das jetzt? So ein Scheiß. Jo, ich hab den noch. Schimmer im Herzen des Waldes. Wie viele Mone gibt's hier noch? 3? So 28, 29. Ne, 28, 31 und 33. Okay. Lieber das. Alter, ist der Frosch hier vielleicht irgendwo? War doch hier in der Nähe. Frosch. Ich hab den zum Glück noch nicht umgebracht. Hier wird das. Mich nicht. Ich existiere nicht. Ist der schon weg? Jo. Hey, der geht in die Richtung. Hier müssen doch irgendwo Steine sein. Als ob ich schon wieder hier bin. Ich weiß, das ist jetzt nicht so spannend zum Ansehen. Vielleicht schaut ihr schon auf YouTube nach. Was willst du mit deinem Samen, Digga? Schon wieder dieser Spaten, oder? Hm.
Wo kommt er denn? Schauen wir mal hier. Ne, hier sind 3 Lieder, kannst du die schon geholt haben. Okay, dann Mond 28. Schau schon mal auf YouTube nach. Wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt muss ich es ja machen. Tonlos natürlich, damit man es nicht hört. Walter, ich spiele so schon keine Musik. Ich werde mal so lange hier irgendeine Musik drauf machen. Mach mal die Roboheim. Ich schau mal. Wo the Kingdom Moon 28. So, ich habe den Ton rausgemacht, oder? Ja, habe ich. Nur falls euch so interessiert, was ich so gemacht habe, ich habe in Pokémon Classic bis zu den Credits gespielt. Ja, und als nächstes muss ich noch die Legis aufnehmen. So, weil euch das so interessiert. Ne? Aber Alter, braucht das jetzt langsam laden. Alter, ohne Scheiß, das ist vom 19.10.2017, das ist 4 Tage nach Launch oder so gewesen. Oder 10 Tage, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr nah am Launch. Jetzt, was haben wir noch so? Okay. Ich sehe das da auf YouTube. So, ich schaue jetzt gerade genau hin. So, okay. Das Ding ist halt, Wooded Kingdom ist halt auch so, so dunkel, das ist so widerlich. Jo. Okay, ich sehe schon, wo es ist. Das ist hier sogar in der Nähe. Das ist... ja. Die Limo, geh mal kaputt. Bro. Ich will ihn nicht... Ich denke, hier bin ich sicher. Oder ne? Ja, aber ich hab den Mond. Rollfels im Herzen des Waldes. Tschüss. Nein! Dummer Mario, Alter. Alter, ich hasse diesen Dinosaurier, Alter. Digga, sieht mich nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Wenn die Musik noch spielt, heißt das, dass er mich verfolgt. Folge ich aber jetzt nicht mehr, oder? Ne. So, als nächstes fehlt mir bei der Mondliste. So, noch 7 Monde fehlen mir, Mond 31. Schau schon wieder auf meinem Guide, weg von YouTube. Mit jedem eurer Besuche im Herzen des Waldes nehmt euch als Wahl. Systematisch eine Möglichkeit, der noch. Kappert den Dino und zerstört mit ihm den großen Stein auf. Auf dem sich einer der bei der Anhöhe
Nein, der Bruchkante befindet unter der funkelnden Schiffe blitzt der Sternreis den Mond. Als ob es noch so einen Mond gibt. Das ist einfach literally derselbe Mond von vorhin. Mit dem Stampfen. Wo ist hier eine Pflanze? Warum kann ich hier Strauß ziehen? Was ist das? Jetzt muss ich sogar auf den Dino, Aufmerksamkeit schenken, leider. Überall werde ich ihm leider begegnen. Dino, sei brav und folge mir. Ich bin doch voll vorhin gesprungen, what? Als ob der mich jetzt bemerkt. Komm her, Dino. Komm her. Wo ist der? Ich schläge mich schon mehr nach da. Hey Dino. Ich habe eigentlich den komplett falschen Move gemacht. Ich habe einen Cap dabei aus Versehen gemacht. Das ist so genau. Jo. Ich werde jetzt mal jeden Stein, so viel Stein wie möglich zerstören. Ich laufe so den Weg entlang. Keine Ahnung, wo war denn da noch ein Stein? Ey, ich kenne mich halt hier echt null aus. Warum muss man bei zwei Monden ein und dasselbe machen? K.A. bei Baum. Ich meine, das war der Stein, oder? Nein? Das sah aber schon besonders aus, so. Haha. Das ist der Timer resettet. So, ich suche jetzt so lange nach dem Stand, bis ich den gefunden habe. Alter, wir sind hier noch ein Stein. Jo, ich kann auch Bäume zerstören. Klein. Ja, aber ohne Scheiß, das ist eine gute Taktik so.
Den habe ich doch schon. Ich schaue jetzt Mond 31. Aber ohne Scheiß, was ist das für ein Dreck? Warum macht man für zwei Monde dasselbe? Literally dasselbe. Moon 31. Das würde mich jetzt schon interessieren. Alter, jetzt tut YouTube schon wieder laden. Das regt mich jetzt voll auf. Keine Ahnung, was ich jetzt erzählen soll, während der Scheiß hier ladet. Na, Monde können wir gerade kaum suchen, also sehr schwer zumindest. Es fehlen noch 7 Stück hier. 31, 33, dann haben wir alles hier unten. Noch 49, 50, 56, 57, 61. Okay, jetzt muss ich schauen. Keine Ahnung, schauen wir uns mal. Was fehlt so an Coverung? Ich glaube, nicht mehr viel. 19. Ich glaube, das sind diese Cheap Sheets in dem Einlanta. Nur 50. Und ein 45, 35. Kann auch sein, dass das auch im Schneeland gedöns ist. Polarland. Wie auch immer das heißt. Unsere Souvenirliste fehlt zum Wurde Kingdom einiges. Obwohl, nee, das ist Seaside Kingdom. Das hier ist Wurde Kingdom. Ja, Cityland, was weiß ich, da, das, was da, danach kommt, so. Na? Aber wo fehlen uns noch so Monde? Schauen wir uns das an, während der Scheiß hier lädt. Okay. Ich schau grad. Okay, geht der. Zwei, wo wir schon waren. Aber ist da auch was erschienen? Ich hab da nichts gesehen. Das war bei diesem Wasser. Ne? Ich sehe gerade überhaupt nicht, wo ich hinlaufe. Das ist hier so fucking dunkel, ne? Wir sind gerade, glaube ich, auf der komplett falschen Seite. Das muss hier irgendwo beim Wasser sein. Sei ernsthaft schon was erschienen die ganze Zeit. Nein. Dann komm zurück. Das war aber hier, glaube ich, beim Wasser. War irgendwo so ein Fels. Wo war denn das? Das war doch irgendwo hier, oder? Oder war das weiter oben? Da war ja auch Wasser. Was ist das? Nein. Wo war das genau? Das muss ich jetzt nachschauen. Also da wo ich das schaue, macht man das mit dem Frosch. Ne? Das Ding ist halt, ich kann nicht schneiden. Das ist halt so das Problem. Ich kann mit dieser Kamera einfach nicht schneiden.
war bei so einer erhöhten Position. So bei Wasser. Oh, ich glaube, es war hier. Oh mein Gott, endlich. Jo, dass die Kamera, dass da die Aufnahme vor Langeweile nicht abkratzt. Oder bin ich so auf Mond 33? Da will ich bitte kein Guide auf YouTube nutzen müssen. So. Im Sammelbecken des Faches steht neben dir ein Pack. Blätter einige Mützen. Holt euch den Krötus in der Nähe. Ich weiß, welche Runde das ist. Stimmt. Ich brauche Kröte dafür. Ich werde jetzt erstmal hier reingehen, um den zu resetten. Weil ich glaube, ich muss ihn resetten tatsächlich. Bei mir taucht er irgendwie kaum noch auf. Also wir müssen, Frauen müssen 500 Münzen für diesen Mond opfern. Weil ich schon richtig scheiße finde. Wobei ist der da gerade rausgerutscht? Eigentlich wollte ich noch eine Rolle machen. Oh, wo ist der Krötus? So heißt der Gegner anscheinend. Der war doch hier in der Nähe. Ja, hier. Wir müssen jetzt zu dieser Pflanze, die ich da rausziehen wollte eigentlich. Diese müssen wir 500... Coins schießen, anscheinend. Also schon eine Menge. Dann haben wir alle Monde hier. Das müsste relativ schnell gehen eigentlich. Eigentlich, ne? So, wir folgen einfach dem Fluss. Ist, denke ich, das Beste, was wir da machen können. Und es tut mir auch leid, falls der Fight jetzt richtig langweilig sein soll, ne? Sollte. Aber ja, was soll ich da machen? Das kann jetzt auch ein bisschen dauern, ne? So, keine Ahnung, worüber wir reden können. Ich bin ja halt in Ferien, ich bin kaum draußen, also kann ich kaum über irgendwas reden. Keine Ahnung, ich könnte darüber reden, dass ich Final Fantasy 7, wo ich jetzt fast 10 Spielstunden habe und dass ich das Spiel echt geil finde. Ne? Bin ich froh, dass es auf die Switch erschienen ist. Ansonsten, was habe ich noch so großartig gespielt? Nicht viel, ehrlich gesagt. Nee, weil ich glaube, wir haben jetzt 100 Münzen ungefähr erst. Das dauert halt lang. Und, naja, das kann ich dazu noch großartig halt sagen. Ja. Ich habe Final Fantasy 7 gespielt. Da gibt es eine Stelle, wo ich halt dachte, dass ich hier komplett gesoftlockt bin. Zum Glück nicht. Aber keine Ahnung, irgendwie, so dadurch, dass die Maps nur in 2D sind, ja, das ist halt so verwirrend. Jo, das haben wir gleich. Ne? Ich muss auch sagen, ich mag so keine Charaktere, die ich bisher getroffen habe. So Cloud ist geil, ne? Kann man nicht anders sagen. Ich fand zwar diese eine Szene, wo er sich halt so als Frau verkleiden musste, irgendwie strange. Ne? Ne, man sieht schon, wir haben es gleich, endlich. Wir liegen noch Wurzeln auf dem Boden, Alter. So, Mützen füttern für den Schatz. Ja, tschüss. Alter, fickt euch. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf dieses Land. Aber wir haben noch ein paar Monde. Ich will so viele nehmen wie möglich, bevor das wir gehen. Es sind nämlich noch 5. Und einer davon ist... Mond 49 und Mond 50. Okay, das sind 2. Aber erstmal schauen, wo sind die auf der Karte? Ist das so eine Bonus-Stage? Nee, anscheinend nicht. 49 und 50, so.
Also ich will es jetzt erstmal chronologisch machen. Ah doch, ist eine Bonus-Stage anscheinend. Hier in der Nähe. Warum habe ich die noch nicht entdeckt? Ich meine, ich hätte die doch längst entdecken müssen. Oder zumindest scheint es so zu sein, dass die Bonus-Stage ist. Scheint hier in der Nähe zu sein. Obwohl, die Karl zeigt mir nur da beim Checkpoint an. Aber wenn ich schaue, mir mal an, was muss ich machen für Mond? 49 und 50, das scheint ja doch eine Bonus-Stage zu sein. Ah ne, der Mond ist in einem Metallkäfig eingeschlossen, hier reicht. Achso, okay, 49 ist schon mal durch den Bilderrahmen. In einem Baum südlich der Odyssee befindet sich ein Kunsträtsel. Ja, okay, das ist das Kunsträtsel. Warum werden die mir auf der Karte hier angezeigt? Was? Okay, also das sind die zwei Monde, die wir nicht machen können. Sonst noch 56, wo ist der? Der ist da. Was mussten wir bei 56 machen? Schwingt euch mit dem Segelmann da. Okay, also mit Kleidung. Aus Sichtdeck hinüber zu der Kiste in dem Baum im Wald und zerschmettert sie. Seid schießend eure Echse, um zu dem Mond zu gelangen. Okay, also müssen wir wieder hier hoch. So aus Sichtdeck. Kleidung. Ja. Der war zum Anfang sehr verbuggt. Die meisten Bugs sind, glaube ich, gefixt, aber es gibt immer noch richtig krasse Bugs, die broken ja jetzt. Ah, ich sehe schon die Kiste. Boah, Alter, ich bin richtig scheiße mit deinem. Nebenbei, ich sehe interessant, wie